Also, wir haben einen Verdächtigen und wir haben ein Motiv. Naja, also ich würde sagen, wir machen die Möhre, ne? Offene Observation, Ermittlungen im persönlichen Umfeld. Also wir müssen ihm ganz klar zeigen, dass wir nicht locker lassen, ja? Dann natürlich die Laborergebnisse, ganz klar. Ja, die Spuren, die Fingerabdrücke, die werden beweisen, was er einräumt, dass er am Tatort war. Aha. Naja, aber vielleicht finden wir noch andere Fingerabdrücke, zum Beispiel die von Patrick Volland, dem Vater. Um den kümmere ich mich, okay? Gut. Ja, dann kümmere ich mich um den Klempner, ja? Gut. Gut, dann kümmere ich mich um die Schulpsychologin. Sehr gut. Was denn, was denn? Sie kennt sowieso schon ein bisschen länger, da kriegen wir noch einen Hinweis. Außerdem finde ich es nicht schlecht, wenn wir da eine persönliche Verbindung aufbauen. Na, stimmt das nicht? Nee, nee, persönliche Verbindung, ist schon klar. Ja, alles klar. Das weiß doch jeder, dass er eine Frau sucht, oder? Er sucht keine Frau. Er sucht eine Mutter für Benny. Oh, ist das keine Frau? Angeblich hat er gedroht, sie zu entführen. Also vom Motiv her käme Volland auf jeden Fall als Täter in Frage. Na, dann war dein Besuch bei der Schulpsychologin ja nicht ganz umsonst, ne? Hey, Miguel, weißt du, du musst gerade erzählen. Ja? Was ist mit der Tochter? Hat sie was gesehen? Wir dürfen das Kind nicht drängen. Karen sagt, ja. Also die Psychologin sagt, wenn sie sich so sicher fühlt, wird sie von sich aus reden. Und wenn sie den Mord gesehen hätte... Moment mal, heute Morgen hast du gesagt, sie hat den Mord gesehen. Nein, das habe ich nicht gesagt, Miguel. Aber das ist doch ziemlich wahrscheinlich, oder nicht? Ja, aber wir müssen noch ein bisschen Geduld haben. Sag mal, geht das nicht rein in deinen Gipskopf? Hör mal, Jan, wenn das also, nicht... Also, wer fängt an von euch? Ich. Wer? Herr Volland, wie geht's Zoe? Nehmen Sie doch das. Ihre Tochter wird psychologisch betreut. Gut, von wem? Wo ist sie? Das darf ich Ihnen leider nicht sagen. Was, Sie wollen mir nicht sagen, wo meine Tochter ist? Schäfer wird Ihnen nichts nutzen. Sie sind unser Hauptverdächtiger. Alle Indizien sprechen gegen Sie. Das können Sie gerne mit Dr. Schäfer besprechen. Wir haben nicht nur das Klönchen. Wir haben auch eine Tatzeugin. Und zwar Ihre Tochter. Die hat den Mörder nämlich gesehen. Verdammt, Miguel. Was spinnt er jetzt? Was erzählt er denn da? Ja, bist du total verrückt geworden? Was soll der denn machen? Mit dem Kind hast du den Verstand verloren? Ey, wenn Schäfer kommt, dann können wir... Was? Weißt du das? Man muss hier einfach... Dann muss ich jetzt gar nichts. Ja, lass das Kind aus dem Schlaf fahren. Beruhige dich. Komm mal alle mal wieder runter. Entschuldige. Sei du besser still. Du hast einfach Bockwest gebaut. Heute Morgen lief alles so gut und jetzt machst du diesen Anfängerfehler. Haben sie dir auf dem Seminar überhaupt nichts beigebracht? Jan! Scheiße, ich muss los. Gib mir mal die Jacke. Was? Gib mir das Jackett. Komm, komm, gib her. Okay. Mann. Ampel wird grün, komm! Also dich auf so ein Seminar zu schicken, das grenzt an Verschwendung von Steuergeldern. Ja, das war ja auch eher theoretisch angelegt. Ich meine... Ja. Das habe ich gemerkt. Das wird nicht mehr vorkommen. Das will ich hoffen. Für unseren Dr. Schäfer ist das ein gefundenes Fressen. Und es sollte mich wundern, wenn der uns daraus keinen Strick dreht. Benny, entschuldige. Ah, tut mir leid. Cool, dass du da bist. Und danke für das Geschenk. Was? Ich hoffe, Sie sind nicht böse, dass ich Benny Ihr Geschenk schon gegeben habe. Was für ein Geschenk? Na, der Malkasten. Und die Farben. Super. Ich habe auch einen Malkasten bekommen. Echt? Ich meine, wenn ich Ihnen schon sagen muss, dass Sie nicht kommen können, dann... Wollte ich ihm wenigstens das Geschenk schon geben. Ja. War doch nicht verkehrt, oder? Nein, das war gut. Das war sehr gut. Danke, Sie haben mich gerettet. Geschenkt. Toll, dass du uns abholst. Das finde ich auch. Hör mal, Papa, hast du mich eigentlich im Radio verfolgt? Natürlich. Brot. Und? Schmeckt's den großen Sänger? Und seine geheimnisvollen Begleiterin. Ja, lecker. Du kannst genauso toll kommen wie Hatta. Ey, das hat er noch nie zu einer anderen Frau gesagt. Naja, also um ganz ehrlich zu sein, habe ich das selber gar nicht gekocht. Ich habe es mir bringen lassen. Du meinst vom Pizzataxi?
Ah, apropos Pizzataxi. Speziell für unsere jungen Gäste. Pommes mit Ketchup, voilà! Yeah. Es hätte noch viel mehr Geschirr sein können, wenn Sie nicht das Pizzataxi gerufen hätten. Ach, Sie kennen sich damit aus? Ja. Wieso? Ich dachte, Sie haben Hertha. Ja, aber wir helfen ihr. Also selbst Benny hilft manchmal mit. Das spricht für Ihre Erziehung. Ja, er trocknet die Teelöffel ab. Nein, im Ernst. Wir haben eine Spülmaschine. Das wird sich für mich alleine einfach nicht lohnen. Zumal ich so gut wie nie koche. Alleine macht das auch keinen Spaß. Wo wir ja schon bei Kerzenschein sitzen, darf ich Ihnen das Du anbieten? Ja. Ja? Ja, gerne. Gefällt mir gut bei dir. Danke. Lebst du schon lange alleine? Seit 3 Jahren jetzt. Und ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich ganz wohl dabei. Aber ich habe natürlich auch gerne Besuch. Eigentlich auch zum Frühstück. Weißt du, weil beim Frühstück da muss man ja nicht kochen. Frühstück ist okay. Ich muss nur Benny noch nach Hause bringen. Das ist eigentlich ziemlich schade. Das ist verdammt schade. Papa, Karin. Ja? Karin. Ja? Karin, guck mal, ich hab dir was gemalt. Oh, danke schön. Dankeschön. War das Louis' Mutter auf dem Bild? Ja. Ja, ich denke schon. Und was hat das zu bedeuten? Ich vermute mal, dass Zoe glaubt, dass ihre Mutter im Urlaub ist. Weißt du, der Strand und die Palmen. Heute Morgen hat sie schon mal so etwas Ähnliches angedeutet. Also weiß sie nichts von dem Tod? Oder ist es auch Verdrängung? Nein, ich denke... Nein. Zoe weiß nicht, dass ihre Mutter tot ist. Ja, doch. Findest du mein Bild schön? Es ist sehr schön. Es ist für dich. Oh, danke schön. Kann ich auch ein Geschenk haben? Aber du hast doch heute schon ein Geschenk bekommen. Kann Benny heute bei uns schlafen? Ja, bitte, Papa. Bitte, bitte. Ein liebender Vater sollte seinem einzigen Sohn eine solche Bitte eigentlich nicht abschlagen, oder? Auf keinen Fall. Nein, jetzt nicht. Kann ich mal stören? Nein. Auch nicht, wenn ich dir...